Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge Star Citizen, wieder mit MTB Crafter. Hallo. Und heute werden wir uns mal in einem neuen gemieteten Schiff gegen die Vanduul stellen, eine Alienrasse, die in Star Citizen so ziemlich das große Böse am Ende darstellen wird. Ja, machen wir mal ready, dass die Farbe ins Spiel kommt und dann können wir euch das Schiff kurz zeigen. Es nennt sich die Prowler, ist eigentlich ein Truppentransporter, ein Dropship. Sieht äußerst cool aus, wie ich finde. Es sieht sehr cool aus, wobei es mir halt besser gefallen würde, wenn der Schweif hinten nach oben gehen würde und nicht so nach unten wie bei so einem Lobster hier. Oma! Und dieses Ding hat auch mehrere Flugmodi. Das hier ist der Landemodus. Was war nochmal Hover Mode? Also man kann die mit K in den Hover Mode wechseln, dann fliegt man so, ist man wesentlich stabiler auf Planetenoberflächen. Ihr seht, das Ding hat auch keine Scheiben. Man hat komplett ein digitalisiertes Interface innen drin und es ist ordentlich bewaffnet. Momentan habe ich zwei Size 3 Gimbals und zwei Size 4 Gimbals drin. Also es ist Dacker Dacker ohne Ende. Oh, ist aber ein bisschen träge tatsächlich. Ja, also es ist kein wie nenne ich es mal? Designierter Fighter. Aber was du triffst, ist in der Regel weg. Okay, jetzt habe ich wieder den Bug, dass die Geschosse einfach weiterschießen. Und was ich hier drin habe, sind zwei Sucker Punch und zwei. Also zwei Anti-Schildwaffen und zwei große Gatlins. Boah, aber es handelt doch in Ordnung, finde ich. Ja, gut, wenn wir jetzt halt die ganzen anderen, hier, also die kleinen gewohnt ist, Vanguard und Avenger. Ich meine, ich bin noch nie wirklich was Größeres geflogen. Das Ding ist so groß wie deine Vanguard. Ja, aber etwas, träger. Ja, hat ja auch größere Waffen. Also mehr an größeren Waffen. Ja. Okay, meine Gimbals machen gerade Mist. Was ich aber auf keinen Fall tun kann, Leute, ist euch empfehlen, dieses Ding zu kaufen. Im Store. Also, Gaijin wollte ich schon sagen. Cloud Imperium Games freut sich über jedes bisschen Geld, was ihr denen gebt, damit die ihr Spiel vollenden können. Aber Alien-Schiffe haben so ein, ich sag mal, Alien-Steuer. Das Ding hier kostet 400 plus Tacken. Nee. Also für das, was man am Ende hat, ist es nicht wert. Ich werde mir es definitiv holen, weil es für mich zu meinen Lieblingsschiffen gehört mittlerweile. Aber ich werde es mir ingame verdienen. Außer ich krieg irgendwo einen Mega-Discount, ja. Was hast du eigentlich an Waffen dran? Zwei Attritions und zwei von diesen Dings, ne? Die Neutronenkanonen. Ja. Die sind aber super close, ne? Also du musst sehr nah ran. Ja, bin ich ja gewohnt. Ich kann Gimbals echt nicht leiden. Warum nicht? Ja, irgendwie die buggen voll rum, Mann. Ja, tun sie. Bei dem hier gerade besonders. Das ist schlimm. Au. Habe ich mir gerade was abgerissen? Krieg dich hin. Aber man hat überhaupt keine Kontrolle, wo das jetzt hinschießt. Das Ding. Vor allem, ich hab's im Visier, aber das schießt einfach nicht. Ja, ja, das Problem habe ich auch in letzter Zeit öfter. Da habe ich viel lieber fixt. Aber mit einem Turret ist es halt etwas unpackbar. Du kannst den Turret halt hier nicht durch Fix ab ersetzen. Ja, ich merke gerade, was du meinst. Also das Schiff ist besonders schlimm, was das angeht. Boah, und bremsen ist auch schwierig. Ja, da fliegen Raketen rum. Überhaupt irgendwas abgekriegt. Ihr habt gesehen, Leute, ich bin voll in dieses Wrack reingeflogen, aber irgendwie sieht das Schiff noch ganz gut aus. Boah, vor allem die Rollgeschwindigkeit ist echt. Ja, das stimmt.
Aber ich finde halt diese Art von Cockpit sehr cool mit diesem. Du sitzt ja quasi vor Computerdisplays. Ja, das ist schon cool, aber das Handling, da bin ich ein bisschen von enttäuscht irgendwie. Tatsächlich so ein. Kannst ja bei deiner Vanguard bleiben. Also ich bin mir. Ja, das Geld wird das definitiv erstmal in die Mole investiert. Ja, und damit kann man dann gut Geld verdienen. Boah ja, die ist wirklich. Also wenn du eine harte Kurve einschlägst, du fliegst voll nach. Nee, also da handelt sogar die Freelancer besser, muss ich sagen. Und ich weiß, wir haben bei den Zuschauern einige, die finden die Constellation hübsch. Ich so gar nicht. Außer die Aquila mit der runden Front. Wie findest du die Constellation? Ich habe gerade tatsächlich kein Bild im Kopf. Das Ding, was wir ganz am Anfang mal geflogen sind. Ah, wo wir direkt auf dem Landingpad noch abgeschossen wurden, in Crimestad. Was ist das? Also das mit dieser komplett abgerundeten Front vorne. Wo du im Turret dann saßt. Ich saß in so vielen Turrets schon. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lange her. Okay. Das Lieblingsschiff von Chris Robert. Das ist so ein Multicrew-Schiff, ein größeres. Hast du vorne in der Brücke drei Sitze, hast oben einen Turret, unten einen Turret. Okay. Überleg grad, wie ich es dir noch beschreiben soll. Das hat vier Triebwerkssektionen, wie so ein Star Trek-Schiff. Da, wo der kleine Fighter im Arsch hängt. Ah, da, wo du einsteigen wolltest, was aber nicht funktioniert hatte. Ja, ich weiß jetzt wieder, was du meinst, aber ich weiß nicht mehr, wie es aussah. Hey, super. Ja. Also ich hätte von zwei Revenant Gatling-Kanonen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber gut, der Gimbal ist wirklich nicht so angenehm bei dem Ding. Überhaupt nicht. Was zur Hölle? Warum drehe ich mich gerade? Ist irgendwas gerammt? Ich habe eigentlich nichts gesehen. Gut, Freundchen. Head-on können wir gerne machen. Boah, ist dieses Ding aber auch nicht gut stabil, finde ich. Ja, das schlingert immer so nach. Ja, ja, als wär's betrunken. Oh, wir müssen aufpassen. Wir sind ja wieder auf dieser Map, wo der zentrale Strahl nicht sichtbar ist. Ja, wobei irgendwie so schlimm war das. Also ich hab's immer alleine ausprobiert in einer Runde. Und ich bin da mehrmals absichtlich durchgeflogen und man muss wirklich genau reinfliegen. Ja, ja, mitten durch. Aber wirklich ganz genau, es ist echt nicht viel, was da überhaupt ist. Also es ist. Also ich kann dir nur sagen, wie es mit einem sehr kleinen Schiff ist und da tut's echt weh. Ja, als ich mit der Avenger da rein bin, da konnte ich auch nicht mehr steuern. Und bin dann irgendwann gegen die Wand geflogen, aber. Trotzdem. Okay, der hat keine Flügel mehr. Der hat gar nichts mehr. Das stimmt, ja. Ich würde ja wirklich gerne in der Außenansicht mal rumfliegen können. Also mit Gimbals halt. Mit starren Waffen, ja, gebe ich zu, das macht wenig Sinn. Boah, aus Außenperspektive wirst du ja nicht besoffen, wenn du das Ding fliegst. Was zur Hölle habe ich denn hier für Sounds? Hm, was ist das? Ich hab keine Ahnung, was hier. Die Sounds sind irgendwie doll komisch gerade. Was dieses Ding halt absolut für einen Vorteil hat, wenn man es sich holt, man hat das stärkste Schild im Spiel bekommt man. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das später im fertigen Spiel auch irgendwo kaufen können. Man bekommt das Alien-Schild Sukuron. Das ist das einzige Schild momentan, was 100% kinetisch Waffen abhält. Normalerweise hat man bei kinetischen Waffen, dass so ein bisschen Prozentsatz durchgeht, dass quasi die Schilde die Projektile nur verlangsamen. Das Ding hält es komplett auf. Aber man muss dazu sagen, im nächsten Patch in 3.14 werden alle Schilde gleichgesetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen Schilden.
Warte mal, überhaupt keine Unterschiede? Ja, ja, aber zum Balancen. Die testen ja, neue Waffen. Also es wird am Ende wieder umgeändert, aber für 3.14 hat man erstmal fast überall dasselbe. Nein, das gleiche. Ja, aber ihr seht, die Vandul sind jetzt irgendwie nicht ganz so kritisch wie die Piraten. Aber ja, unsere Schiffe sind ja jetzt auch nicht so schlecht. Also auch wenn sie jetzt nicht so gut zielen, also die Gimbals funktionieren irgendwie überhaupt nicht bei mir. Nee, also das fühlt sich so ein bisschen an, als würdest du Rätsel raten, wo du hinschießt. Also ein bisschen was treffen sie, aber wenn ich fixed hätte, würde ich einiges mehr treffen. Echt? Ich komme mit fixed zum Beispiel so gut wie gar nicht klar. Ja, da weiß ich wenigstens, wo ich hinschieße. Hier habe ich überhaupt keine Kontrolle drüber. Ja, also ihr seht's, die Gimbals, eigentlich tun Gimbals locken, wenn man in der Mitte vom Kreis ist, aber das tun sie hier nicht. Die locken, wenn du am äußersten Rand quasi bist. Ja, stimmt. Also wenn du das... Komm her. Hier bist du nah dran. Was tust? Wer, ich oder der? Nein, der komische Gegner. Kannst du hot? Ja, ist mir doch egal. Ich schieß weiter. Okay, doch down. Ja, die haben irgendwie die Eigenart, sich immer voll hinter einen zu hängen, ne? Also richtig nah. Ja. Also der Turret gimbelt besser. Ich meine, klar, wenn du triffst, ist es weg. Oh, du hast gerade voll mitgenommen, ne? Den habe ich voll mitgenommen, ja. Oh, oh. siehst du mich gerade? Ja, ich habe dich gerade gesehen, wieso? Also siehst du mich gerade? Oh, was machst du? Warte mal, hast du einen Flügel verloren? Ich habe irgendwie einen Triebwerk verloren, ja, und ich habe gerade Schub gegeben, jetzt drehe ich mich ein wenig. Stopp, halt mal. Ja, dir fehlt ein Triebwerk. Oh, mein aussieht? Pilot ist gerade geblackoutet. Outgeblacket. Outgeblackelt? Ich bin hinter dir, Achtung. Ja, sieht gut aus. Also ich drück eigentlich nur nach vorne. Das kannst du vergessen, das kannst du vergessen. Ich glaube im Hover-Modus könntest du vielleicht noch fliegen können. Ja, das hat ja aber nicht wirklich Sinn. Warum? Ach, warum kann ich mich denn nicht resetten? Sterben. Stirb! Ja. Es gibt doch Self-Destruct, warum darf ich denn nicht? Was zur Hölle? Ich kann halt nichts machen jetzt. Spring ich raus? Ja, wie soll ich rausspringen? Na, aussteigen. Ja, geht nicht, hier funktioniert doch gar nichts. Das ist doch hier, man darf, kann doch nicht aussteigen. Wie gesagt, früher ging's. Weiß nicht, warum es jetzt nicht mehr geht. Ja, und ich darf mich auch nicht selbst zerstören. Also ich fliege jetzt halt hier rum, stehe rum. Die Schilder aus, mach Power raus, dann killen sie dich. Ja, ich bin jetzt halt ein stationäres Geschütz. Geschützturm. Ich komme ja eh alle her. Ja, was fliegst du denn auch in den Gegner rein? Ja, warum stirbt er auch genau da? Ja, unerhört, ne? Hey, ich bin gestorben. Wow, du stirbst. Und ich. Und ich stehe hier einfach nur rum. Habe ich jetzt aber auch nicht ganz verstanden. Meine Schilde waren eigentlich. Nein, jetzt bin ich auch gestorben. Ich glaube, da hat er eine fette Waffe gehabt. Der hat irgendwie einmal geschossen, nicht mal weg. Also, es sind Alphas. Also, ein bisschen stärkere, aber. Und was dieses Ding hier auch nicht hat, sind Raketen. Denk dran, wieder alles over zu kloppen. Zu overkloppen. Ich habe gar nichts overgekloppt gehabt. Okay, dann denk nicht dran. Okay, das wird definitiv nicht mein To-Go-Schiff fürs Kämpfen. Ich dachte erst, es ist so super, aber das Gefühl gefällt mir vom Feeling so gar nicht. Ja, mir auch gar überhaupt nicht. Also die Bewaffnung ist echt heftig mit den großen Geschützen, aber die musst du halt auch erstmal aufs Ziel bringen, ne? Ja, vor allem mit den Gimbals, wie gesagt, da trifft man halt einfach nichts. Eben weil das Gimbals sind.
Ja, gut, ich muss halt sagen, bei dem Schiff sind sie besonders schlimm, also besonders zickig. Weil jetzt bin ich zentriert ausgerichtet im Kreis und treffe alles. Das überlebt der Gegner auch nicht lange. Aber dann haben wir wieder so Punkte, wo sie überhaupt nicht... Ja, jetzt. Warum? Warum? Gut, die Kanonen hängen halt ein bisschen tiefer, aber... Ja, aber trotzdem sollten die Gamers ja wenigstens ausrichten. Ja. Nur am Meckern. Scheiß Spiel, holt's euch nicht. Keine Kaufempfehlung. Zumindest für das Schiff. Ja, wie gesagt, ich würde mir Alienschiffe sowieso nicht holen, um ins Spiel reinzukommen. Alienschiffe haben, wie gesagt, diesen... Ich sag mal, diese Aliensteuer. Die sind per se teurer. Nehmen wir nur mal die Banu Defender, ja? Die ist ungefähr so stark wie eine Hornet. Kostet aber 100 Euro mehr. Also fast das Doppelte. Ah, dich will ich. Ja, da hinschießen. Genau. Sehr schön. Fliege ich ja meine ganzen anderen Schiffe mit Joystick-Messern. Junge, die halten teilweise schon was aus. Irgendwie hatte ich die Vanduul schwächer in Erinnerung von der Schiffsvitalität. Das ist einfach der Gimbal, der nichts trifft. Wenn du nichts triffst, dann passiert da auch nichts. True, true. So, wer von euch? Oder unten? Ja, der macht das, was du sonst immer machst. Fliegt er gegen irgendwelche Sachen? Nee, er fliegt so komisch nach unten und oben. Wo schießen denn meine Waffen hin? Ja, das frage ich mich auch gerade. Manni, hast du das auch, dass deine Waffen alles von sich aus weiterfeuern? Nee, aber die schießen einfach nicht dahin, wo ich hinziehe, beziehungsweise wo der Kreis hinzielt. War's das schon? Ja, ich glaube, das war's schon. Dann dürfen wir jetzt wahrscheinlich das Spiel da beenden, oder? Vermutlich. Joa, du hast dich auf jeden Fall besser angestellt als ich. Ja, scheinbar. Und guck, mein Ping ist niedriger. Oh ja, um eins, um ganze eins. Ja. Ja, das ist so ein Endscreen, aus dem kommt man momentan nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, wie, warum, weshalb. Respawning. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Respawning? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe irgendein Bildschirm habe ich geöffnet. Ja, wie gesagt, Leute, man kommt aus diesem Bildschirm momentan nicht wieder raus. Ihr könnt ja mal in die Comments schreiben, was ihr von diesem Schiff hier haltet. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich auch beenden. Ich glaube, viel zu sagen gibt es dazu nicht mehr. Es ist, wie gesagt, ein Dropship. Es hält ordentlich was aus. Es hat gut Feuerkraft, aber man kriegt sie schwer aufs Ziel. Da ist gerade irgendwas explodiert. Das war ich, ja. Sehr schön, sehr schön. Ich hab das schon. Ich mag das Design. Das erinnert mich furchtbar an die Terminator-Filme. An diese Hunter-Killer, die fliegenden Terminator. Ja, ansonsten, es hat keinen Stauraum, es hat Platz für zig Soldaten, also die haben auch seitlich an der Hülle, beschilderte Türen, aus der sie raushüpfen können, wenn man dann landet. Also es wird wahrscheinlich sehr lustig, wenn man Bodengefechte fliegt oder fährt, oder läuft. Wir werden das demnächst auch wirklich mal machen mit Bodengefechten, aber dann suchen wir uns mal eine Mission raus, wo nicht diese Gegner nur rumstehen, als wären sie Stoffpuppen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wie gesagt, falls ihr euch Schiffe wünscht, die auch irgendeinen Zweck momentan im Spiel erfüllen, muss man dazu sagen, zeigen wir sie gerne. Bei der Maul sind wir fast durch mit dem Geld. Dann werden wir sie uns holen, dann zeigen wir euch das Mining und gehen dabei hoffentlich nicht drauf. Mein Gott, das ist schon wieder Sonntag. Liebe Leute, ja, mit diesen Worten bedanken wir uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.